Ich habe ja schon so ein kleines bisschen gehofft, dass nachdem wir unsere Handys im letzten Video zu den Kickstarter-Fails alle mega sexy aufgeladen haben, Kickstarter einfach aufhört. Aber nein, natürlich hat es das nicht. Und ich weiß, ich wiederhole diesen Satz hier sehr oft, aber sprecht mir mal kurz nach. Menschen sind dumm. In diesem Sinne, hey Leute, ich bin's wieder, der MacGyver aus dem Internet und ich habe neue dumme Kickstarter-Fails für euch dabei. Yay! Aber bevor es losgeht, schreibt mir mal in die Kommentare, ob du mir 20 Euro dafür geben würdest, dass du nach Wurst riechen darfst. Ja, das wird gleich noch wichtig und ist eine wissenschaftliche Analyse. Also, Wurstgeruch, ja oder nein, schreibt's in die Comments für die Wissenschaft. Ach, und du hast Folge 1 gar nicht gesehen und du weißt gar nicht, was dieses Kickstarter eigentlich ist. Kickstarter ist ein Anfängerkurs fürs Kickboxen. Denn wenn ich das hier alle so sehe, dann möchte ich den einen oder anderen Menschen einfach nur noch... Okay, aber zurück zum Thema. Auf Kickstarter kannst du super coole, geniale, einfache, grandiose Erfindungen, die noch niemals ein Mensch auf dieser Welt jemals erfunden hat, andere Menschen pitchen und die können dir dann Geld für die Umsetzung da lassen. Im Idealfall nimmst du das Geld, haust Absätze der Erfindung nie um und dann... Ach nee, das ist das, was aus Kickstarter geworden ist. Im Idealfall startest du damit deiner neuen Firma durch, dein Produkt wird ein Bestseller und alle deine Bäcker erhalten das fertige, funktionierende Produkt und alle sind glücklich, juhu! Das oder du machst Kartoffelsalat? Kartoffelsalat! In kleine Scheiben musst du sie schneiden. Warte, was? Ja, einer der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen aus dem Jahre 2014 war schlichtweg Potato Salad. Und nein, da ging es nicht mehr darum, eine Firma, die Kartoffelsalat herstellt und verkauft, zu gründen. Nö, Zach Danger Brown braucht dafür nur 10 Dollar, um sich einen eigenen Kartoffelsalat machen zu können. That's it. Und Leute, ganz ehrlich, natürlich war das nur ein Witz. Aber Kickstarter ist da eben manchmal ein bisschen wie Reddit, machen Joke und Leute ziehen es wirklich durch. Wall Street Bets, aber mit Kartoffeln. Und so hat Zach schlappe 55.000 Dollar bekommen. 7.000 Kartoffelsalat-Fans haben den unterstützt, damit er sich einen Kartoffelsalat machen kann und er wusste nicht mal, welchen er machen will. 55.000 Dollar, Alter. Und so ist es natürlich nicht bei einem Kartoffelsalat geblieben, nein. Er hat sogar verschiedene Rezepte ausprobiert, mit Mayo, mit Essig, vegan, whatever. Und für die Bäcker gab es dann T-Shirts, Kochbücher, ein Dankeschön-Video. Na danke. Und angeblich sollte es auch eine fette Kartoffelsalat-Party geben. Angeblich wurde die direkt von den Illuminaten ausgerichtet, weil Bilder von der gibt's nicht. Und andere sagen auch, die T-Shirts wären nie angekommen. Aber mal ganz ehrlich, seid doch froh, dass der nicht Kartoffelsalat per Post verschickt hat. Oder einen Film draus gemacht hat. Und okay, okay, ich geb's ja zu. Das ist ja gar nicht dumm. Endlich nicht von Herrn Danger Brown. Aber von euch. 7.000 Leute, was aber? Wir sind hier fast 700.000. Das fast könntest du, by the way, mit einem kostenlosen Abo löschen. Just saying. Aber hier hat noch niemand was für meinen Kartoffelsalat gespendet. Also es gibt ja Superfan, kannst du da lassen, wenn du willst. Aber man kann sein Geld ja auch anderweitig verschwenden. Und wo wir schon beim Essen sind, habt ihr euch schon mal eine komplette Wassermelone gekauft? Watermelon, Alter. Jetzt, wo es so warm ist, sind hier einfach die perfekte Erfrischung, oder? Wassermelone. Das Trinken des Essens. Das einzig Blöde an denen ist ja einfach, dass die unglaublich schwer sind. Und unhandlich. Ich meine... Ein Ball. Wie soll man den transportieren, Alter? Unmöglich. Deshalb gibt's auch diese hässlichen, stinkenden Gymnastikbälle in der Sporthalle. Man soll die nicht klauen. Also, unterm Strich, Melone tragen gleich Nope, selbst wenn man versucht, die quadratische zu züchten. Und es ist auch einfach richtig blöd, wenn du dann im Edeka nebenan keine Tasche dabei hast. Gut, da könnte man beim Edeka nebenan einfach eine Tasche kaufen. Aber nein! Die Melone alleine kostet inzwischen 11 Euro. Ich nehme noch keine Hypothek aufs Haus, nur um noch eine fucking Papptüte kaufen zu können. Aber nicht verzagen, für jede Lösung gibt es ein Problem und dafür wiederum gibt es einen Erfinder auf Kickstarter. Denn wenn du deine Tasche zu Hause vergessen hast und unterwegs unwiderstehlichen Appetit auf Wassermelonen bekommst, aber sie nicht direkt essen willst, dann hast du ja zum Glück immer das dabei. Das sind Watermelon Straps. Sexy Watermelon. Ganz ehrlich, Leute, das sieht aus, als hätte das ein Dreijähriger aus einer Fußmatte ausgeschnitten. Aber nein, der Erfinder meint das vollkommen ernst. Wessen Fenster willst du damit putzen, Alter? Mein Opa hatte so eine Gelenkstütze fürs Knie, die sah genauso aus. Hätte dem mal jemand gesagt, dass er damit seine Melone tragen kann. Nice. Ist das die Sleepanlage von Hagrid? Sind wir mal ehrlich. Und ist es wirklich leichter, die Wassermelone damit einer Hand zu tragen? Weil das ist für Opa nicht mehr praktisch. Und da passt ja nicht mal mein Arm oder mein Handgelenk durch die Schlaufe. Wie soll ich das tragen? Carry and handle your watermelon with ease. Alter, ich brech mir doch die Finger. Au! Mike Dragici hat also die Strapsen für Wassermelonen erfunden, weil er sich eine gekauft hat und die einfach blöd zum Transportieren ist. Das oder weil er es ein bisschen hot fand. Also hat er sich kurzerhand eine Schere geschnappt, ein Handy wieder erstellt und alles auf Kickstarter geladen. Dann hat er noch behauptet, dass er mit ein paar Firmen bezüglich der Produktion gesprochen hat und dass bereits jetzt einige Einkaufsläden an seiner Idee interessiert seien. Und dann hat er mal eben realistische 23.000 Euro verlangt.
Ich habe da mal eine kurze Frage. Wenn so viele Firmen da interessiert waren, warum haben die nicht investiert? Und warum hat man für 5 Euro eine Strapse bekommen, aber erst für 50 Euro die zweite? Buy one, get one Hypothek, ich sag's ja. Aber es gibt tatsächlich etwas Gutes an diesem Projekt. Es wurde nicht finanziert. Die 14 Leute, die tatsächlich 300 Euro zusammengesammelt haben, verstehe ich zwar nicht so ganz, aber das sind wohl einfach Leute, die sich keine Kugelhandel leisten können. Oder ihre Handeln gerne essen. Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. Und wisst ihr, was ihr nicht versteht? Fleischseife! Bitte, was soll das sein? Seife aus Fleisch, die nach Fleisch riecht. Wisst ihr, wonach Fleisch wirklich riecht? Nach Leiche, nach Tod und Verderben. Ich will doch nicht danach riechen, Alter. Ja, aber ich tue es manchmal trotzdem. Und jetzt verstehe ich auch endlich diese Vegan-Aufkleber auf Produkten, bei denen eigentlich klar sein sollte, dass sie vegan sind. By the way, manche Äpfel werden einfach gewachsen. Just saying, Alter, kaufst einen Apfel, klebt Schweineblut dran. Perfekt. Puh, meine Güte. Aber offenbar kann alles aus Fleisch sein, wenn man es nur doll genug will. I like guys who smell like meat. Ich mag Männer, die nach Fleisch riechen. Okay. And so do I. Das ist ganz schön schnell, ganz schön wild geworden. Alter, selbst daran gemessen, dass das Produkt Fleischseife ist. Amerikaner, wer auch sonst passt. Grundsätzlich aber auch gut zum deutschen Mad Eagle. Aber gut, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. America! Fuck. Das ist wahrscheinlich der Vorläufer zu diesen ganzen Parfüms, die nach Lagerfeuer, Gewitter, Brownies oder Zuckerwatte riechen. Nur, dass die nicht nach Bacon riechen. Und dass deren Düfte nicht auch aus dem jeweiligen Produkt bestehen. Also glaube ich zumindest. Ich stelle mir das zumindest schwierig vor, ein Gewitter in eine Plastikflasche zu destillieren. Donnert das dann beim Sprühen? Und du kennst dieses Problem bestimmt auch. Banken. Eigentlich sollen die einfach nur auf unser Geld aufpassen. Aber die haben nicht mal rund um die Uhr ihre Servicezeiten. Ich kann nur kostenlos bei den eigenen Automaten abheben. Und die Karten sind nicht online neu beantragbar, wenn ich mich aus Versehen mal falsch draufgesetzt habe. Ja, kommen Sie bitte in die Filiale. Warum? Ihr habt es vielleicht auf Twitter schon mitbekommen. Ich war seit Ewigkeiten auf der Suche nach einer guten modernen Bank mit gutem Online-Banking, wo ich nicht 12 Tonnen Papierpost kriege oder zur Filiale hingehen muss, wenn mal irgendwas Dummes ist. Und als hätten die Brainstorm-Götter mich erhört, habe ich jetzt ein neues Konto bei Revolut. Könnt ihr jetzt über den ersten in der Videobeschreibung die App oder Scanner von diesem QR-Code erstellt ihr ein Konto bei einer europäischen Bank, die nicht in den 1950ern stecken geblieben ist und hab endlich Spaß mit Finanzen und sahen 20 Euro Willkommensbonus ab. In der unglaublich schicken Revolut-App siehst du im Online-Banking immer übersichtlich aufgelistet, wofür du dein Geld eigentlich ausgibst. Oh mein Gott, ich trinke echt viel Frappuccino. Nur ein paar Minuten und du hast schon dein Konto und direkt danach ist deine virtuelle Online-Karte auch schon einsatzbereit. Apple und Google Pay natürlich auch alles problemlos mit am Start. Außerdem gibt's noch Online-Einwegkarten für einen sicheren einmaligen Gebrauch. Und wenn's doch mal physisch werden soll, dann benutzt du einfach deine Metal Black-Kreditkarte mit eigenem Design. Wie findest du meins? Oder Nikos? Der hat selbst gemalt. Das sieht man fast gar nicht. On top gibt es bei Revolut immer mal wieder Rabattaktionen. Du bist zum Beispiel sportlich oder willst wenigstens so aussehen, dann sichert dir 40% Rabatt auf Marken wie Adidas oder Nike. Geld abheben ist natürlich auch kostenlos, auch im Ausland. Und verschiedene Cashback-Aktionen bei Unterkünften machen das Reisen direkt wieder easy peasy. Erste Link in der Beschreibung zum App-Download, Karte deiner Wahl bestellen, 3 Transaktionen durchführen und schon gibt's on top den Willkommensbonus von 20 Euro. Gönn dir! Aber ich lenke schon wieder ab. Zurück zu der absolut lecker riechenden, aber ungenießbaren Fleischseife. Die besteht nämlich aus tierischen Nebenprodukten, die normalerweise nicht für Seife verwendet werden. Ja, warum wohl, Alter? Die wollen damit aber nicht nur einen neuen Geruch erfinden, nein, die wollen auch das Verständnis von Sauberkeit revolutionieren. Hä? Ich weiß jetzt auch nicht, was es da zu revolutionieren gibt. Aber es gibt doch nur 2 Dinge, sauber und mein Küchenboden. Aber Seife? Mit der man sich die Hände waschen soll, um Bakterien loszuwerden und so ein Zeug. Das will ich doch nicht mit Schweinchenbild machen. Was reibe ich mir mit der Mietzop denn zwischen den Fingern, Alter. Trotzdem wurde das Projekt finanziert. Ich verarsche euch nicht. 42 Menschen haben fast 2000 Dollar dazu beigetragen. Für Fleischseife. Echt, es gibt genug Gerüche, die attraktiver sind. Süß, Träuming. Verbrannte Haare, Arsch, Zigarettenstummel, Alter, alles verständlich. Im Vergleich meine ich jetzt. Aber raus aus der Gigatop-Liste der uralten Kickstarter-Urgesteine und ab zu was Modernem. Ich präsentiere den Remix. Hat es euch auch nicht schon immer gestört, eure Smoothies, Streichcremes, was auch immer zu Hause gemixt wird, erst aus eurem Mixerbehälter in ein Glas umzufüllen? Nein? Naja, mich auch nicht. Trotzdem könnt ihr dieses Projekt sogar noch bis zum 17. Juni unterstützen und euch als einer der ersten einen Mixer für schlappe 250 Euro sichern. Ein echtes Schnäppchen, oder? Will it blend? Ist doch scheißegal. Schraubt die Glühbirne drauf und go! Und was kann der Mixer noch so? Was? Er kann vor allem mixen. Direkt in so ziemlich jedes standardmäßige Marmeladenglas. Die Idee dahinter war, dass dann beim Umfüllen nicht so viel verloren geht. Ja, wer kennt's nicht, oder 5 Kilo Erdbeeren eingekocht und raus kommt so ein Parfümfläschchen Marmelade. Also ich check schon, dass das irgendwie cool sein könnte, weniger Müll, whatever. Aber der Grund ist nicht valide. Objection hearsay.
Wie zur Hölle haben die denn ihre Smoothies früher umgefüllt, dass dafür ein komplett neues Gerät erfunden wurde? Oh, ui, da sind mir 12 Liter daneben getropft und 3 hängen noch im Mixerbehälter. Naja, und die andere Idee dahinter ist, dass es ein sehr langlebiger Mixer sein soll, den du komplett selbst reparieren könntest, wenn er kaputt geht. Irgendwie sieht das auch ein bisschen so aus, als müsste ich den zusammenbauen, wenn er kommt. Aber, to be honest, ist es tatsächlich ein bisschen cool. Man merkt ja, dass an ziemlich jedem technischen Gerät, die sind von vornherein so konzipiert, dass du sie gar nicht erst aufmachen könntest, selbst wenn du wüsstest, wie man sie repariert. Aber wie oft geht euer Mixer kaputt? Ich habe meinen seit 10 Jahren und ich weiß, ich habe da vielleicht allerhöchstens 50 Euro für bezahlt. Und wenn ich mir einen Mixer für 250 Euro kaufe, dann hat der gefälligst noch zu existieren, wenn ich schon 100 Jahre unter der Erde liege. 250 Euro. Und die großen Gläser muss ich auch noch kaufen. Aber Remix hat das Ziel auch schon erreicht. 151 Bäcker haben bisher knapp 30.000 Euro gesammelt. Von benötigten 10.000 Euro. 250 Euro für einen hässlichen Minecraft-Block. Die Idee ist cool. Aber die Frage ist und bleibt ja vor allem für 250 Euro. Will it blend? Kann ich damit ein iPhone in seine Atome zerlegen? Ein Besen in Holzmehl verarbeiten? Den Typen von Will it blend zu Fleischseife marmeladieren? Für 250 Euro erwarte ich was, ja? Aber wenigstens nachhaltig und nicht komplett useless, ne? Dafür gibt es dann aber den Marbulus. Ach, kann ich das rauchen, ja? Get marbed. Was bitte ist das? Das sieht aus wie eine riesige Glühbirne. Aber es wäre ja nicht Kickstarter, wenn es so einfach wäre. Denn der, die das Marlboro, ist viel cooler als eine Glühbirne. Guck mal, wie fasziniert die davon sind. Was? Das bin ich, als ich Morbius gesehen habe, Alter. Was ist Marbulus? Es ist eine Murmelbahn. Für Erwachsene. Natürlich. Was auch sonst, Alter. Die für Kinder sind ja, sobald du 18 wirst, nicht mehr benutzbar für dich. Und die sehen dann halt auch vielleicht nicht ganz so fancy aus. Aber der große Vorteil von den Kindermurmelbahnen ist, dass du die Murmel berühren kannst. Und beim Marbulus ist die ganze Freude hinter der Glaswand gefangen. Wie im echten Erwachsenenleben. Das ist quasi ein Terrarium für Murmeln ohne Füttern. Ja, die sind halt hier in der Glaskugel und fahren da rum. Alles mechanisch natürlich, denn das Gerät soll für Entspannung sorgen, damit du auch mal etwas hast, was abseits der Technik funktioniert und du nicht immer auf einem blöden Bildschirm gucken musst. Mega gutes Thema auch bei einem Date, by the way. Was sind deine Hobbys, Alter? Ich guck Murmeln an. Das ist ein Fidget-Spinner. Ohne Fidget? Ich kann mein Gesicht nicht mehr fühlen. Alter, ich sorge dafür, dass du da gleich wieder was fühlst, du Arschmurmel. Kennt ihr diese Newton-Pendel? Angeblich soll das diesen Effekt haben. Und das versuchen die dann mit diesem Video darzustellen. Und dann passiert das. I mean, you guys have an app for it, right? There must be an app. Das ist ein Witz, ne? Das ist wie ein Mobile für kleine Kinder. Nur für Erwachsene, die kein Gesicht haben. Und dann bewerben die das damit, dass man das Licht und Co. nicht via App steuern kann. Aber dann wiederum gibt es eine Version mit Strom, natürlich. Was genau die macht, habe ich selber noch nicht ganz verstanden. Aber die hat einen Motion Sensor. Er schießt dich wahrscheinlich mit Stahlmummeln, wenn du nur dran vorbeigehst. Aber gut, zumindest die einfache Version, so ganz ohne Technik, kann ja vielleicht eine ganz lustige Spielerei sein. Useless, aber lustig und hübsch anzusehen. Für 150 Euro im Early-Bird-Preis, Alter. Und die haben eine 500.000 Euro damit gemacht. Für eine Glühbirne, in der statt Elektronen Murmeln rumwurschteln. Ist euer Mind jetzt schon blown? Noch nicht ganz, ja? Dann haltet euch fest, denn jetzt gibt es den Mindhub. Ich habe direkt an Kung Fu Panda gedacht, bin ehrlich, aber nein, nix ballern. Das ist ein Band, welches deine Gehirnwellen auslesen kann, diese an diese Geräte hier weitergibt und dann schaltet es dein Licht aus. Wow. Also jetzt nicht dein Licht im Sinne von deinem Kopf, sondern das Licht, das du in deinem Kopf ausschalten wolltest mit einer Smartlampe oder so. Keine Ahnung, aber es kann alles steuern, weil die Wellen aus deinem Gehirn auslesen können. Angeblich oder so, keine Ahnung. Stell die Heizung ein! Lass die Drohne starten. Ruf Thors Hammer! Steuer die Sturmtruppler! Alles, was du willst! Für dich, der Alexa im Stürmband! Das ist doch genial! Du musst nur dafür ein bisschen mentales Training betreiben. Was genau das ist, keine Ahnung, steht ja nicht, aber es funktioniert. Definitiv! Nicht. Glaub mir, das ist Schwachsinn. Ich glaube, da hätte den Herr vielleicht selbst aufgehoben. 60.000 Euro haben die schon, Alter, verdient. Aber warum wird das nicht von den ganzen Firmen, die mit denen kooperieren, finanziert? Angeblich arbeiten die mit KitKat zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie man die mit dem Elektrostirnband steuert. Aber gut, ich esse die einfach nur mit dem Mund. Was weiß ich schon. Nochmal, dieses Stirnband soll eure Hirnwellen auslesen und damit andere smarte Geräte steuern. Okay. Aber die zeigen im Video übrigens kein einziges Mal, dass das Ding wirklich so funktioniert. Da ist immer ein Cut dazwischen. Wie wurde zum Beispiel die Drohne gestartet? Oder wie ist Thors Hammer hier nach oben gezogen worden? Okay, es ist vielleicht 60.000 worth, aber doch nicht automatisch worthy. Da ist ein Unterschied. Hater würden sagen, Photoshop. Das ist also wie eine Universalfernbedienung, nur als Mütze. Für 366 US-Dollar. Und das ist schon der Preis um die Hälfte reduziert. Ja, geil. Da kaufe ich mir doch lieber 7 Tonnen Fleischseife. Yay! Was würdest du für 366 US-Dollar kaufen? Schreib's in die Comments. In der Videobeschreibung gibt's noch eine Folge Pitch mich hart, dem Podcast rund um kuriose und dumme Kickstarter mit Dominik und Nico aus unserer Firma. Und in der letzten Folge auch mit mir.
Klickt drauf, gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Hat Spaß gemacht. Und hier gibt's noch ein anderes Video zu Kickstartern. Die waren schlimm.